Gezähmter Bär und stinkender Dachs. Heißt nicht der sogar stinkender Dachs der Anführer? Ja, stinkender Dachs. Das wird dann wohl er hier sein. Kaltes Herz, oje. Wackelnder Po. Wankender Luchs. Gefallener Baum. Brünnender Ochse. Blumen im Haar. Ja, ich finde tränendes Auge ist auch gut. Grissener Fuchs klingt noch normal. Den Rätseln spricht, ja. Schön wie ein Schmetterling. Die alle Tiere liebt. Brennende Hand. Hoppelnder Hase. Lautloser Wolf. Ja, den Namen der Indianer finde ich immer so lustig. Na, da ist unser Bauarbeiter aber arg weit vom Schuss gegangen. Und hat Gold gefunden dabei. Das wir auch nicht brauchen in der Mission zum Glück. So, zwei Speere fehlen noch. Und du willst noch was bauen, hast aber keinen... Na komm. Können wir die Straße so noch bauen? Er setzt den Stein ab. Nimmt er ihn wieder, um die Straße zu bauen? Ja. So, das heißt, das Stück der Straße reißen wir ab. Oder auch nicht. Jawohl. Den schicken wir einfach heim. Ja. Weil er kommt und baut die Straße jetzt gleich zu Ende. Letzter Speer. So, die schicken wir auch heim. Ja. Er muss sich gerade unterhalten, das ist okay. Er muss den Speer nur noch ausliefern. Der holt sogar schon Steine. Gut. Liefer den Speer aus und danach machen wir dich wieder zum Holzfäller, aber erst danach, wenn der Speer im Lager ist, weil sonst wirfst du ihn genauso wie der andere das Leder daneben. Wobei, du könntest erstmal Werkzeug schreinern. Nachdem du dich ausgeruht hast. So. Dich machen wir erstmal wieder zum Kundschafter. Dass du eine Mütze voll Schlaf nimmst. Und ja gut, unser Bäcker ist nicht so irre und läuft den ganzen Weg da runter zu dem anderen Lager. So, ausgeschlafen hast du. Dann hol dir mal was zu futtern. Hier im Hauptlager. So, Händler. So war das nicht gemeint. So ist das gut. Okay. Hör erstmal kurz auf. Zwischen hier. Tier.
Ach so, ich muss das erst wieder runterstellen. Gut. Jo. Machst du es jetzt? Jo, day. Jo, day. Jo. Jo, day. Okay, stell ich dich hier mal auf Zivilist um. Stell dich jetzt auf Händler. Stell jetzt das als 1 ein. Jo. Das als 2. Nein, er will's nicht. Okay. So, du machst Holz. Gut, dann lasse ich ihn einfach mal fahren. Wenn er zurückgefahren ist, wird er ja essen und schlafen. Lassen wir ihn einfach mal. Was wird schlimmstenfalls passieren? Unterwegs verhungern würde uns nicht. Ja, man merkt, eine kleine Siedlung. Wir haben gerade mal 20 Leute. Werden alle von dem einen Bäcker richtig gut versorgt. Und ja, eigentlich bräuchten wir nur 5 zusätzliche Leute fürs Militär. Nämlich 2 für die Eisenbearbeitung, 1 für die Goldbearbeitung und 2 Träger für die Kaserne. Ja, dann lehnen wir uns mal zurück. Warten ab, bis er fertig ist. Weil so lange werde ich die Aufnahmesession heute noch laufen lassen. Egal wie lange es dauert. Hat er nur nicht erwartet, dass er so eine Scheiße baut. Jetzt mit leeren Händen. Hier hinfährt. Am wenigsten nimmt er eine Abkürzung durchs Unterholz und fährt nicht zickzack, wie ich es hier mit den Wegweisern gemacht habe. Ich kann leider den Speed nicht noch mehr erhöhen. So will ich das jetzt machen. Aber ja, beobachten wir ihn einfach, wie er hochfährt. Jägerzelt steht schon eine Weile leer. Oh, ja, gut. Und du findest auch nichts mehr. Das heißt, du töpferst mal wieder. Wir brauchen eh keine Steine mehr. Zum Glück muss er nur noch einmal unten ankommen. Dann haben wir es geschafft. Ja, ich hoffe einfach mal, dass er zwischendurch
dann anhält, isst und schläft. Ja, so eine alte Spiele-KI. Man merkt, warum Cultures 1 recht simpel gehalten war. Also was den Tech Tree, den hier angeht. Der zweite Teil ist da wirklich um einiges aufwendiger. So, du holst hier jetzt wahrscheinlich hier deine Speere, genau. 10 Speere. Isst und schläfst. Und dann geht's vom Wegweiser aus runter. Wie gesagt, er muss nur die Strecke bis runter schaffen und wir haben es geschafft. Sollte ihn nur noch mal 4 Minuten oder so kosten. So, der Töpfer hat wieder genug Geschirr gemacht. Jetzt sollte er dann Lehm wiederherstellen. Genau, Lehmsammler. Was ich jedoch recht positiv war an Cultures, finde ich erstens die Sache mit dem Ringmenü. Erleichtert einige Sachen. Und dass man das Ringmenü auch über das Mini-Bildchen hier aufrufen kann, beziehungsweise so aufrufen kann, indem man auf die Person, die im Gebäude arbeitet oder wohnt, klickt. Und ja, ich rede einfach jetzt gerade, um die Zeit totzuschlagen. Wir haben jede Menge Bier. Und volle Nahrung. Dumm die Dumm. Ja, noch ungefähr 2 Minuten, dann dürfte er es geschafft haben. Ich habe, glaube ich, bei Cultures lang nicht mehr so überzogen. Ja, da ist er. Hat 10 Speere dabei. Du kannst trainiert werden. Und gleich haben wir es geschafft.
Ja. Wir standen unter dem Schutz der Asen. Denn wie anders hätte es uns gelingen können, die Bergriesen zu überqueren und die Ebene im Süden zu erreichen. Für mich war es wie ein Wunder, denn nie zuvor hatte ich solch hohe Berge gesehen. Von deren wolkenverhangenen Gipfeln aus musste man direkt in die Wohnung der Götter sehen können. Ob es wohl jemals einem Menschen gelingen wird, dort hinaufzusteigen? Nun, vielleicht mögen spätere Generationen dieses Abenteuer wagen. Uns jedoch stand eine ganz andere Aufgabe bevor. Ja. Wir haben die Mission erfüllt. Yay. So, und damit werde ich jetzt hier mal kurz pausieren und einen Cut machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Hauptmenü wieder, um in die nächste Mission zu starten. Also, bis dann.